Ja, und damit auch wieder recht herzlich willkommen hier zu Tom Clancy's The Division mit mir, dem Oromis, und wir werden uns jetzt auch weiterhin, ja, wie soll man es ausdrücken, dem Strombeschaffungsmaßnahmen widmen. Unten ist schon wieder Blut, haben wir auch schon gesehen, wir haben auch unten schon Gegner gesehen. Welche habe ich jetzt? Eine Blendgranate. Das ist schon mal was Feines. So, und nachladen. Und Feuer. Position ändern und weiter vorrücken. Ach du Scheiße. Da habe ich welche übersehen. Das war natürlich eher suboptimal. Ach du Scheiße, das war dumm von mir. Dummheit pur. Eins nach dem anderen. Wir müssen den Strom manuell abschalten. Und mit wir meine ich Sie. Ich weiß, es ist kontraintuitiv, aber Sie müssen mir vertrauen. War schon zu lange nicht mehr raus. Granate! Schaut zu meinen Augen! Ich bin hier! Das ist ein Drecks Schrotflintenwichser. Verrecke. Macht die Augen zu und du siehst, was euch gehört. Da hat der Wichser mich auch wieder fast umgelegt. Ja, die Schrotflinten-Heinis sind echt übel. So, jetzt muss ich mich gerade konzentrieren, deswegen war ich gerade etwas leiser. Das könnte eine etwas lustige Mission werden. Das sehe ich jetzt schon so kommen. Nur den Schalter umlegen, das reicht völlig. Hier liegen wir immer zwei tot und es sieht mir stark nach Division-Agenten aus. Gut, der Strom ist weg. Jetzt können Sie an dem Trafo arbeiten, ohne geröstet zu werden. Tut mir leid, Rhodes. Ich muss den Einsatz umleiten. Als wir noch ein Bild hatten, konnte ich die Leichen in dem Raum als Division-Agenten identifizieren. Alles andere muss warten, bis wir herausgefunden haben, was passiert ist. Typisch Bundesbulle. Da ist eine kleine Polizeidienststelle in der Nähe. Ich sende Ihnen den Standort. Dort finden Sie die Aufzeichnung der U-Bahn-Kameras. Das war mir so klar. Seien Sie vorsichtig. Die Schüsse werden die Rikers alarmiert haben. Sie laufen also quasi mit einer Zielscheibe auf dem Rücken herum. Und so ein wertvolles Ziel wie Sie werden die sich nicht entgehen lassen. Wer von den Arschlöchern? Macht sie fertig, Chitter! Da will einer umgelegt werden. Hey!
Ja, er ist tot. Und er auch. Weitere Feinde entdeckt. Alter. Ihr geht mir schon wieder gewaltig auf den Sack, ihr Wichser. So, der ist erledigt. Was? Was hat mich... Ein Sniper. Da muss ein Sniper gesessen haben. Halle Fresse. Halleluja, so eine Arschkrampe. Seien Sie vorsichtig. Die Schüsse werden die Rikers alarmiert haben. Sie laufen also quasi mit einer Zielscheibe auf dem Rücken herum. Und so ein wertvolles Ziel wie Sie werden die sich nicht entgehen lassen. Scharfschützenentdecker, kriegt der was auf die Fresse. Hey, wo? Ich komme an den Wichser nicht ran. Hintergruppierer, Schutz suchen ist auch immer eine gute Idee. Nächste. Und wieder einer. Wir müssen sie nur da raussprengen. Zeigt, was ihr könnt. Ein armer, einsamer Idiot. Warnung. Weitere Feinde. Oh, und noch mehr. Ich krieg das kurz. Ich habe die dumme Vermutung, das war jetzt der Sniper, diese Tussi. Ja, da haben wir ihn doch. Das war eine Granate, habe ich. Nehmen wir die hier. Wieder einen erledigen. Der dreckige Sniper-Bitch. Komm, nochmal ein Kopfchen zeigen. Alter.
beweg dich, Bitch. Ich sehe mir das Material über diese Agenten an. Sie können jetzt mit der Reparatur des Trafos weitermachen. Ist sie auch bestimmt fertig mit Ihnen? Ist ja nicht so, als wäre meine Arbeit auch irgendwie wichtig, hm? Wir brauchen einen funktionierenden Sicherungskasten, um wieder alles zum Laufen zu bringen. Warren Gate, der Stromversorger, hat einen Wagen für Reparaturen geschickt, aber die wurden nicht eingetragen. Das heißt, sie wurden auch nicht durchgeführt. Und das heißt, die Ersatzteile, also auch der Sicherungskasten, sind noch in dem Wagen. Ich kenne den ungefähren Standort, also wenn Sie endlich Zeit hätten... Alter. Du kannst nicht mehr kämpfen! Ja! Den Sicherungskasten stöpseln Sie einfach in den Trafo ein. Ich markiere Ihnen die Stelle. Und wenn wir Glück haben und es klappt, erstrahlt der Times Square, als wäre er wieder voller Touristen. Heben Sie sich keinen Bruch. Rechnen Sie nicht mit einer Entschädigung, wenn Sie sich den Rücken kaputt machen. Keiner kommt davon! Alter! So, der wäre erledigt. Falsch. So, jetzt doch. So, das war der Scheißwichser mit den Granaten. Das war der Wichser, der mich geschossen hat. Du gibst eine hübsche Leiche ab. Granate fliegt! Ihr solltet besser abdrücken! Uns hält keiner auf! Da haben wir dieses elendschmale Gebäude und eine Statue. Muss ich zugeben, ich weiß nicht wer.
George Washington? Nee. Keine Ahnung, da bin ich leider nicht auf dem neuesten Stand. Tatsächlich, du kannst mir umgehen. Ja, yeah, komm nur ran hier. Bitch. Da hinten ist der Transformator. Zugeben, sieht echt hübsch aus hier. Das muss ich dann doch zugeben. So, rein damit endlich. Das bedeutet mir so viel. Leider können Sie nicht sofort verschwinden. Sie müssen noch einen Moment da bleiben und abwarten, ob alles richtig hochfährt. Tut mir leid, die Stellung ist exponiert. Die Rikers sind nicht dumm. Sie werden kommen. Und nach allem, was sie auf dem Weg hinein angestellt haben, werden die Blut sehen wollen. Nihu. Warnung! Feinde entdeckt! Sechs Schrotflinten-Heinis, die sind nämlich echt übel. Weitere Feinde entdeckt. Sniper wäre ausgeschaltet, das ist schon alles nur Uno auf meiner Abschussliste gewesen. Du bist Nummer 2 gewesen und du bist Nummer 3. Keine Angst, du bist, kriegst auch noch einen ab. Oh, es blinkt hier alles und. Lightshow. Scheiße, kein Medipack mehr. Ach, fuck you! Fuck you! Diese dreckigen Schrotflinten-Heinis, die gehen mir auf den Sack. Und so unwahrscheinlich. Leider können sie nicht sofort verschwinden. Sie müssen noch einen Moment da bleiben und abwarten, ob alles richtig hochfährt. Tut mir leid, die Stellung ist exponiert. Die Rikers sind nicht dumm. Sie werden kommen. Und nach allem, was sie auf dem Weg hinein angestellt haben, werden die Blut sehen wollen. Gibt hier irgendwo eine gut erhöhte Position? Sieht mir nicht danach aus, toll.
Und wieder hat mir der Schrotflinten einen erwischt. Diese dumme Scheiß-Drecksratte. Dieser kleine, miese Wichsgriffel. Ey, ich krieg ja gerade die Krise mit diesen scheiß Schrotflinten-Heinis. Leider können sie nicht sofort verschwinden. Sie müssen noch einen Moment da bleiben und abwarten, ob alles richtig hochfährt. Tut mir leid, die Stellung ist exponiert. Die Rikers sind nicht dumm. Sie werden kommen. Und nach allem, was sie auf dem Weg hinein angestellt haben, werden die Blut sehen wollen. Warnung! Feinde entdeckt! Du bist auf meiner Abschlussliste die ganze Zeit oben gewesen. Weitere Feinde entdeckt. Da war jetzt, glaube ich, der Sniper dabei. Ja, klar. Weitere Feinde entdeckt. Und wieder haben die mich erwischt, ey. Wie soll ich mich gegen so viele verteidigen, Alter? Das ist doch unmöglich. Ja, das ist auch sowas von so einem Kotzen. Du hast auch noch immer eine ordentliche Verteidigungsposition da in der Nähe. Leider können sie nicht sofort verschwinden. Sie müssen noch einen Moment da bleiben und abwarten, ob alles richtig hochfährt. Tut mir leid, die Stellung ist exponiert. Die Rikers sind nicht dumm. Sie werden kommen. Und nach allem, was sie auf dem Weg hinein angestellt haben, werden die Blut sehen wollen. Probieren wir es mal hier hinten. Feinde entdeckt. Weitere Feinde entdeckt. Ganz uncool. Ja, ich hab dir doch gerade eine Kugel gegeben. Weitere Feinde entdeckt.
Ich hänge an diese verfickten Pfosten fest. Das kann doch nicht sein. Da hängt dieses scheiß Deckungssystem, dieses verfickte Deckungssystem, was vorne und hinten mich ankotzt. Ey, ich krieg ja gerade die Krise. Leider können Sie nicht sofort verschwinden. Sie müssen noch einen Moment da bleiben und abwarten, ob alles und das Ganze nochmal. Tut mir leid, die Stellung ist exponiert. Die Rikers sind nicht dumm. Sie werden kommen. Und nach allem, was Sie auf dem Weg hinein angestellt haben, werden die Blut sehen wollen. Warnung! Feinde entdeckt! Weitere Feinde entdeckt. Nachladen. Ja, wenn ich dann aber jetzt hier warten kann, dann kann ich auch gleich mal das hier machen. Weitere Feinde entdeckt. Meine Waffenfertigkeiten durch verloren? Nein, sehr gut. Oh, das war eng. Alter, wie kommt denn hier noch? Ich sehe nichts mehr. Jetzt auch noch dieses Scheißwetter. Ich krieg die Krise hier gerade. Ich habe einen Ping nicht dabei. Ich überlege, ob ich schnell mal umrüste. Wenn man die Gegner nicht mal sieht, ey, ich krieg die Krise, ja. So, Scharfschütze 1 erledigt. Heieiei. Das Wetter spielt gerade vollends gegen mich.
Komm hoch mit dir. Erledigt. Jetzt noch die beiden Scharfschützen und den anderen Kerl da hinten. Komm, zeig dein Köpfchen. Komm hoch mit dir, komm hoch. Jetzt reicht's mir hier. So, Slingshot nur noch. So, versuchen wir uns die mal zu nähern. Mal gucken, ob ich ihn so orten kann. Da oben steht er, okay. Granaten, Brandgranate, der schmeißt mal, der Tusi schmeißt mal jetzt eine Brandgranate in die Fresse. Wir sind wieder im Geschäft. Wichser. Das Netz ist wieder stabil und die Lichter brennen. Naja, zumindest die, die nicht kaputtgeschossen wurden. Sieht wieder wie der Times Square aus. Es gibt eine Menge Leute, denen das etwas bedeutet. Fucking Mission, Alter. Fucking Mission. Dann ab zur Basis und Ende hier. Also mehr als das fällt mir gerade nicht ein. Das war eine fucking schwere Mission. Wir bauen jetzt noch aus und dann herzlichen Glückwunsch. Dann brauche ich aber ein paar Minuten Pause. Das war. Boah. Boah. Kann ich nur sagen. Agent, wir haben Überwachungsvideos gefunden. Sie zeigen, was zumindest aus ein paar unserer Kollegen aus der ersten Welle wurde. Das macht mich nur noch entschlossener. Merken Sie sich meine Worte. Das ist nicht die ganze Geschichte. Drei Leute. Drei Agenten sind das.
Ach du Scheiße, in den Hinterhalt geraten. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. So, was hatten wir jetzt aus? Genau, Orange. Da können wir mit hochgehen. Mal gucken, was wir jetzt bauen. Bin gespannt. Was wollen wir bauen? Was braucht unsere Station dringend? Ich persönlich bin natürlich für Wasser, aber ein Generator hat auch seinen Spaß. Kommunikation. Das ist natürlich schön. Bauen wir mal ein Kommunikationssystem. Division Tech hat natürlich auch seine Vorteile. Weil dann kann ich mit denen bauen. Ach nee, wie komme ich? Ah, doch hier oben bauen. Da hinten ist es okay. Hier ist die Kommunikation. Das ist genau das, was ich brauche. Kommunikation. Jetzt können wir mit unseren Agenten während Einsätzen besser in Verbindung bleiben. Gut gemacht. Ja, sieht doch langsam nach was aus. Jetzt kommt noch der Strom und die Heizung. Und jetzt sind wir alle klipp und klar zufrieden. Ja, sieht doch schon mal nach was aus. Wir haben beide recht. Schön, dass sie noch da sind. Ist total im Eimer. Ich brauche dringend Schmerzmittel. Viele brauchen dringend Schmerzmittel. Alleine ich bräuchte kiloweise, literweise Schmerzmittel. Nein, das hat sich hier nicht viel verändert. Er sieht auf jeden Fall definitiv wieder besser aus. Mann, wie geht's Ihnen? Was soll denn da kommen überhaupt? Oh, da gucken wir, was haben wir da. Da verlieren wir einiges an Leben, aber gewinnen Technik und Schaden. Haben die Waffen noch ihre Fertigkeiten? Natürlich nicht mehr. Es wär ja schön gewesen. Wenn ich das darüber lege oder das darüber, könnte es reichen. Habe ich ein bisschen Geld? Ja. Oder nehme ich hier nur das darüber? Das hat jetzt nicht so viel. Nämlich beim Filter, genau. Da verliere ich den Wert nicht und habe trotzdem noch ein bisschen mehr Schaden, mehr Leben. Hoffentlich zumindest habe ich mich nicht verrechnet. Es wäre bescheiden. Die Schusskraft, genau. Achso, man muss ja gedrückt halten, ja. Inventar. Ja, wir haben wieder die Fertigkeiten. Ein bisschen mehr Schaden haben wir auch bekommen. Also wir haben im Endeffekt ein kleines Plus gemacht. Nicht zu viel Leben verloren. Ja, bin ich zufrieden. Bin ich zufrieden. Da in dem Flügel muss ich dann dringend mal ausbauen. Fällt mir gerade so auf. Habe ich noch gar nicht gemacht. Das ist natürlich nicht schlecht. Das werde ich aber wahrscheinlich.
Ah, wegen 1000 mehr Leben, was die Heilung bringt, habe ich dann doch lieber die Wiederbelebung mit drin. Dann ist das nächste, was gebaut wird. Aber damit war es dann auch das schon mit The Division, mit mir, dem Oro, und dieser Folge. Tschüss, bis zum nächsten Mal.